So, ich bin jetzt auf dem Weg auf die Rhein-Elbe-Halde. Das ist eine der kleineren Halden hier in Ruhrgebiet. Hier sieht man schon die Spitze der Halde. Ist nicht mehr weit. Oben auf der Spitze, da hat auch jemand was gebaut. Wahrscheinlich Künstler oder Künstlerin. Es wird hier die Jungelsleiter genannt. Ah, jetzt geht es ein bisschen steil auch. Da ist die Jungelsleiter. Ich bin nicht oben. Ich habe jetzt 60 Kilometer hinter mir. Ich schätze mal noch ungefähr 15 vor mir. Da rechts geht's nach Hause. Da hat sie wieder. Und hier geradeaus runter ist das Fußballstadion von SG Wattenscheid. Hier haben die früher mal Liga gespielt. Die Himmelsleiter auf der Rhein-Elbe-Halde. Mal da ganz weit hinten, geradeaus. Das weiße Dach, das ist die Arena am Schalke. So. Mal sehen, jetzt mal ein paar Meter nach rechts weg. Ich weiß nicht, ob das sichtbar ist. Weit weg ist so eine Skulptur aus zwei Rohren. Das ist eine der größten Halden hier im Ruhrgebiet. Die Halde Hohenwart. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann. So weit weg ist das ja ziemlich. So, die habe ich heute links liegen lassen. So, jetzt hier in die Richtung geschaut. Da ist die Stadt Bochum zu sehen. Ist Wattenscheid, da unten ist das Stadion und dahinter ist die Stadt. So, mal jetzt hier rüber geht, also zurück und nach da guckt, das ist die Silhouette der Essener Innenstadt. Da sind die Hochhäuser von der Innenstadt. So, ich bin jetzt schon über 60 Kilometer unterwegs, habe meine lange Hose ausgezogen, meine Jacke ausgezogen. Es ist sehr warm, so gerade hat mein Thermometer 19 Grad angezeigt. Unglaublich. 25. Februar und ich fahre in kurzen Klamotten. So, ich mache jetzt mal eine kleine Pause, ich esse jetzt was und danach geht's weiter. Adios. Tschüss. I've done my best and my worst, learned my lessons. No matter how hard my life would treat me, I'd always get right back up, never worry. I'm not afraid to die.
unten liegt das Ruhrtal. Geht runter an die Ruhr. Wieder zurück nach Hohendallhausen. So, ich bin jetzt wieder in Hohendallhausen an der Schwimmbrücke. Jetzt müssen wir an die Abschwörung vorbei für Pkw. Bis. So. So. Ja, und nach links geht's nach Hause. Weiß ich nicht, noch 4 Kilometer. Also jetzt muss ich nur noch der Ruhr entlang fahren. Und dann zum Schluss die letzten 2 Kilometer oder 1,5 wieder berghoch nach Hause. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Das ist die Strecke, die ich wahrscheinlich schon am häufigsten in meinem Fahrradleben gefahren bin. Hier entlang der Ruhr. Eine Hausstrecke. Gibt Schlimmeres, ne? Als so eine Ruhrradwegstrecke. Ein kleiner Hinweis für alle die, die ab und zu meine Videos am Fahrrad verfolgen. Also ich drehe die nicht, damit ihr mich seht oder meine Stimme hört oder sonst was, damit ihr die Landschaft euch anschauen könnt und vielleicht mal selber Lust drauf kriegt, die gleichen. Also, ich meine, ihr werdet kaum bei meinem Video sowas zu sehen bekommen, wie ich auf dem Fahrrad steige und losfahre und die Kamera ist nicht auf dem Fahrrad, sondern irgendwo daneben und filmt das alles. Da oben rechts, ich weiß es nicht, ob man das von der Kamera sehen kann, oben rechts auf dem Hügel, auf dem Berg, da ist die Isenburg. Eine der mir bekannten 2 Hattinger Burgen. Einmal die Blankensteiner Burg, die in Blankenstein ist, die thront auch über der Ruhr. Und da oben rechts ist die Isenburg, beziehungsweise noch das, was davon übrig geblieben ist. Und erst danach ist die Blankensteiner Burg erbaut worden, aus den Steinen der Isenburger Burg. Damit keiner auf die Idee kommt, wieder die Burg aufzubauen. Das habe ich mindestens mal im Internet gelesen. Trotzdem ist das schön da oben. Man kann auch mit dem Fahrrad da hoch, aber auch zu Fuß. Einmal rauf und runter vom Parkplatz zu Fuß dauert ungefähr 90 Minuten. So, jetzt geht es ein Stückchen weg hoch und dann wieder runter. Dann bin ich schon wieder an der Ruhr. Hier ist der Ruhrbogen in der Nähe der Isenburg.
Hier ist die Stelle, wo meistens der Wind dreht. Das heißt, wenn ich bis hierhin Gegenwind gehabt hätte, würde ich bis zu ab der Kurve dann Rückenwind haben und andersrum. Aber heute ist kaum Wind zu verspüren. Da sind die Ruhrauen. Vor ein, zwei Jahren hat irgendeiner im Landtag, oder eben, ich nicht im Landtag, sondern in der Landesregierung oder beziehungsweise in den Landesbehörden die tolle Idee gehabt, die Ruhr zu begradigen, damit sie ihren natürlichen Lauf wieder aufnimmt, obwohl er so viel schöner aussieht. Da sind die Auerochsen. Er sieht nicht nur schön aus, sondern das Wasser ist nicht so schnell durch diese Einbuchtungen unterwegs. Ich glaube, der oder diejenigen, die das damals befürwortet haben oder auch entschieden haben zuerst, die haben sich das nie richtig angeschaut. Aber es gibt ja Aktivisten in Hattingen, die haben das Gott sei Dank verhindert. So, ich werde die Kamera gleich abschalten. Habe jetzt 76 Kilometer hinter mir. Werde noch einige, so zwei, drei fahren. Dann bin ich zu Hause. Die komplette Strecke werde ich dann hinterher in dem Hof bei Komoot. Im Internet kann man das auch sehen. Ja, dann viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Euer Martin. In this world I'll be right by your